Ich baue mir eine Bombe. Wir bleiben mal bei einer. Die Fontänen, die so... Die quäkeln? Ja. Oh, Vogel, gibt's da auch hier... Ey, wollen wir die mal zusammenknüppern? Das ist bestimmt lustig. Boah, wenn die dann so... wenn die dann so... ja. Das ist so lustig, oder nicht? Nein, wir machen noch... Pass auf, wir machen einen Moskito, einen China-D-Böller, dann machen wir einen ranzigen Böller, dann machen wir wieder ein Moskito. Das wird cool, sag ich dann. Also immer so in Reihe schalten, also hintereinander, nicht in Reihe. Das war schon vor einer Langeweile. Egal. Ja, haben wir zum Beispiel uns entscheiden. Kleinauer, oh. Also. Wir müssen den Leuten erklären, wie das gemeint ist, ja. Was? Mit sucht der was zu essen aus. Ach so. Ja, du kannst es nicht einfach so einen Raum werfen. Jetzt gucken wir das erstmal. Knallerbsen. Was war das? Knallerbsen? Nein, das doch. Nein! Hab ich doch gesagt, 38! Hab ich doch gedacht! Er hat es gehört, er hat. Schreib's in die Kommentare. Billig und billig. Fischrülpser. Nochmal. Wie rülpst denn ein Fisch? Stell dir vor, das ist ein Mutterfisch, der seine Fische im Mund trägt. Und die dann rauslässt. Ein Maulbrüter. Fandest du eigentlich gut, dass du mich damals so ausgenommen hast? Guck mal, da sind übrigens die kleinen Guppies von euch drin. Ja, habe ich schon, hat Mike mir erzählt. Achso, wir linken ab. Hallo. Entschuldigung. So, wir gucken mal, wie das Video das hier... Das sollte so nicht sein, für unseren Jahresrückblick. So, hey Freunde, wir machen jetzt weiter mit den 250 Euro Budgetbestellung. Und zwar habe ich mir meine Arbeitskollegin mal hergeholt, sag ich jetzt mal. Die ist jetzt gerade von der Arbeit gekommen. Und ich dachte mir, ich mach's einfach mal anders. Und zwar würde ich dich einfach mal fragen, was für Feuerwerk würdest du gerne selber privat zu Silvester zünden? Ich meine, ein bisschen kennst du dich ja aus, ein paar Effekte oder irgendwas. Was magst du nicht? Und ich suche dann halt Sachen raus, die dafür halt. Okay. Gut sind. Soll ich jetzt was aufzählen? Ja, sag einfach mal was du so gerne siehst oder die letzten Silvester. Goldregen oder diese, wie heißt das, Dahlien? Dahlien sind zum Beispiel rote Peonies, also rote Dings, die wegfliegen mit silbernem Hintergrund. Man kann ja auch mal, wie gesagt, Gold ist ja so dein Favorit. Dann können wir schon mal Gold eintippen. Das ist schön. Hier findest du alles, was so Gold im Namen hat oder im Effekt. Lucifer hört sich gut an. Der Vulkan ist nun ein normaler Vulkan. Also wie gesagt, wir machen jetzt mal diese 250 Euro Budgetbestellung für, sagen wir mal, ich würde jetzt den Klienten sagen, aber für sie jetzt, was sie gerne hätte. Und da suche ich jetzt zum Beispiel jetzt ein paar Sachen raus, die man kaufen könnte. Engelskotze Gold zum Beispiel wäre vielleicht ein Favorit. Dann muss ich jetzt bloß mal kurz die Lautstärke runterdrehen. Weil das hört man im Video ein bisschen lauter, als wie bei uns jetzt hier. Das ist ja ein sehr schöner Name. Das sind halt so runterfallende Goldeffekte. Halt kotzende Engel. Ja. So halt. Oh, das ist schön. Das sieht aber bloß so ein bisschen so immer, oder? Ja, das ist halt Klasse 2, da kannst du nicht so viel. Da musst du mehrere gleichzeitig zünden. Naja. Ich baue mir eine Bombe. Wir bleiben mal bei einer. So, wir gucken mal, den F3-Vulkan in Gold ist natürlich für dich nicht, weil das ist dann wohl für mich was, weil ich meinen Schein habe. Was war denn das da? Das? Nein, das da, ja. Das ist eine Bühnenfontäne. Das ach so. Brauchst du wohl eine Zündanlage, weil die ist mit einer elektrischen Kapsel hier. Achso, hier kommt die Sonne. So ähnlich. Ja. Die Goldfontänen von Funke sind auf jeden Fall schön, die habe ich letztes Jahr schon mal getestet, das ist ein wirklich schönes Gold. Können wir uns ja mal kurz angucken. Oh ja. Vielleicht die von letztes Jahr, die du bei deinem Silvesterfeuerwerk hattest? Die Fontänen? Die so. Die Quäckling? Ja. Die Quäckling sind auch F3, die kannst du nicht, aber ich kann dir. Ich kann dir... Na, du zündest sie an, ich guck sie mir an. Naja, wir machen ja gerade eine Bestellung für 250 Euro, was du zum Beispiel haben hättest wollen.
Da wäre zum Beispiel der Dämonenfeuerwulkan von Röder Feuerwerk. Das ist eine Eigenmarke von denen. Der hat auch am Anfang schönes Gold. Also so ein fluffy Gold. Das ist romantisch. Das fliegt immer so ein bisschen. Und passiert noch was? Ja, und zum Schluss kommt der halt. Zum Schluss endet der halt in einer großen Treppenwolke. Ja. Das ist so, wenn man so langsam Musik hat und dann, jetzt geht's los. Oder? Also, naja. Na, wie hier dieses, darf ich das sagen? Was? Von, also das Lied. Ja, Lieder kannst du sagen. Na, das ist wie von James Blunt hier, Bonfire Heart. Das fängt ja auch dann so leise an und dann Flames like this need to. Der fängt ja auch erstmal so leise an. Ja, ist auch schon ausgenuckelt im Feuerwerk. Also der Dämonenfeuervulkan, der ist schon mal schön. Den schmeißen wir gleich mal rein. Lucifer ist nicht mehr so schön. Die Jorgo-Vulkane sind da ein Stück besser. Ist ein reiner Goldvulkan. Mhm. Der Schweizer Nummer 7 ist auch ein reiner Goldvulkan. Schwarzer Supervulkan. Das Video ist jetzt schon. Mantra 7. Ich glaube, seit 2012 gibt es das Video schon. Ist halt ein reiner Goldvulkan, da passiert nicht mehr viel. Oh. Mhm. Da würde ich dir aber lieber den Nummer 2 empfehlen, weil da hast du wenigstens noch was. Das ist auch halt ein Goldvulkan, der fängt mit einer Blinkbasis an. Das ist eher so ein Kohlegold, das Kohlegold ist einfach nur dunkler. Das siehst du halt auf Kameras immer sehr schlecht. Na, das wollen wir nicht, wenn man das nicht filmen kann, das ist doch blöd. Naja, es wird ja besser. Ach so. So, und dann hast du jetzt diese Fluffy-Gold-Sterne und jetzt kommt's Blink. Also sonst sozusagen Verwandlungsvulkan. Disco! Der wäre zum Beispiel besser, denke ich mal, für dich. Dann hauen wir den auch mal rein. Ja, Blinker. So. Gold, Thema Gold. Dann schauen wir gleich mal weiter nach. Oh, Vogel! Gibt's da auch hier, Moskitos, ja? Ja. Ich liebe Moskitos, Leute. Ich finde, das ist das Feuerwerk überhaupt. Ja, es gibt nichts Besseres. Kauft euch Moskitos. Habt da wenigstens Spaß dabei, ja. Hier haben wir gleich ein Display mit 24 mal 6 Stück, also 24 Pakete für 30 Euro. Ey, wollen wir die mal zusammenknüppern? Das ist bestimmt lustig. Wenn die dann so. Wenn die dann so. Ja. Das ist so lustig, oder nicht? Wurde schon gemacht. Ne? Also, wir sind hier nicht die das Rad neu erfinden. Verdammt. Wegen Raketen würde. Nein, wir machen noch. Pass auf, wir machen einen Moskito. China D Ballon, da machen wir einen ranzigen Ballon, da machen wir wieder ein Moskito. Das wird cool, sag ich dir. Also immer so in Reihe schalten, also hintereinander, nicht in Reihe. Das war schon voller Langeweile. Egal! Ja, da haben wir zum Beispiel noch von Röder die Eigenraketen, da sind zum Beispiel auch Goldeffekte dabei. Da kosten 10 Stück knapp 9 Euro. Los, komm. Das geht. Ist halt ein goldenes Crackling dabei mit roten Sternen. Normales Gold kommt jetzt nochmal. Blaue Sterne. Also die sind schon mal nicht schlecht für 9 Euro. Die kann man ruhig mitnehmen. Dann gab es jetzt aber auch noch neue von Funke. Die sind erst diese Woche reingekommen im Shop. Da muss ich mal kurz gucken. Die waren nicht von Funke, die waren von Agento. Also auch von der Funke Marke. Kometenschauer, Sonderfüllung. Zwing-Sonderfüllungen sind nicht mehr so das Wahre wie damals, seitdem es Funke gibt. Wo sind sie denn? Goldroppels, hier haben wir sie. Das sind halt drei verschiedene Goldeffekte mit den Raketen und für 6 Stück. Hier hast du auch pro Rakete 20 Gramm, das ist im F2-Bereich das Maximale, was du pro Rakete nehmen kannst. Hm. Wenn du jetzt guckst, so die Weko-Raketen im Laden, die haben zwischen 11 und 18 Gramm, die normalen jetzt, wenn du jetzt zu Silvester im Discounter einkaufen gehst. So, Batterien. Vielleicht ja dieses Jahr. Einkaufen? Mal gucken. Billig. Fischrülpser. Normal. Wie rülpst denn ein Fisch? Blub. Ein Fisch rülpst so. Blub. Ne, er macht blub, blub. Das ist auch die Eigenmarke von Röner. Ne, macht blub. So, rülpst ein Fisch. Blub, 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 blub. Siehst du die Fische, die da lang schwimmen? Stell dir vor, das ist ein Mutterfisch, der seine Fische im Mund trägt.
und die dann rauslässt. Ein Maulbrüter. Das war aber schön goldig, oder? Nur Moment. Ja. So. Nee, noch hier rülpst, ja. Wir wollten ja gucken nach Gold. Oh, hier, Kids und Party. Da ist bestimmt doch was für mich dabei. Das ist dann was für die Afterparty. Luftschlangen. Gold. So, ich such dir mal noch was Schönes raus, was vielleicht noch nicht jeder kennt da draußen. Stand da gerade Strobo. Gold Strobe, ja. Das ist halt eine Mischbatterie mit goldenen Lanzen. Und ja, Strobo müssen wir auch noch mal einmal mit drin nehmen, wa? Strobo. Also hier im Sinne von blink, blink. Ja, ja. Ganz viel. Da ganz schlimm. So, die haben wir schon. Charlottenburg, das brauchen wir alles nicht. Die Double Camuro wollte ich jetzt als Verbundbatterie als Finale mit reinnehmen. Und da ist teuer in Charlottenburg. Also, dann kann man sich keine Wohnung leisten. Und das ist eine reine Doppelgoldbatterie. Ah, oh, die ist die schön. Doppelgold heißt immer einmal Kohlegold und einmal helleres Gold. Das hellere Gold ist halt gemischt mit Magnesium oder Titanium. Das zieht halt die ganze Batterie so durch. Die hatte ich zum Beispiel letztes Silvester oder vorletztes Silvester als Vorfinale. Bevor es dann halt geschabbert hat. Die ist voll schön, ey. Da hat man gleich wieder Bock zu böllern. Na, 90 Euro. Stolzer Preis. Was? Naja. So, wir sind schon bei 192 Euro. Oh, oh. Da müssen wir noch was Kleines nehmen. Ach so, komm, viel Kleines. Stimmt, wir haben ja 250, wa? Ein bisschen was kommt noch. Ich will ein bisschen gucken, ob man hier noch schöne Sachen im Goldbereich findet. Also ach, scroll mal nicht so schnell, wird mir schwindlig. Wird dir schwindlig? Hast du falsche Brille? Muss mal noch eine andere gucken. Ja, was war denn das, Pokémon? Hä, was? Das sieht aus wie ein... Was ist das? Das ist Rheingold. Das ist Weko. Weko sieht immer so aus. Hier haben wir zum Beispiel noch was. Exclusive Collection 5. Die habe ich damals schon mal als Empfehlung ausgesprochen. Die hatten wirklich schönes Gold. Und damals war sie für 11 Euro im Angebot. Und wenn du guckst, das ist halt so ein schönes, langziehendes Gold, was runterfließt. Das bleibt doch sehr lange stehen im Vergleich zu den anderen jetzt. Oh, für satisfying. Würde ich sagen, die noch mit? Klar, pack in! So, dann sind wir jetzt schon bei 209. Uiuiui, müssen wir mal langsam machen. Oh oh. Noch ein bisschen, noch eine Batterie, denke ich mal. Ja, guck mal, eine Seite noch, passt ja. Und dann suchen wir uns mal noch ein bisschen was. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Kleinauer, oh! Also, eigentlich hätte ich jetzt die noch mit drin genommen, die Golden Willow Fan. Weil die hat wirklich ein Gold, wenn du schon siehst. Das ist einzigartig. Das hat nicht jede Batterie. So gelb, ne? Das hat diese dicken palmartigen Stränge. Hat halt nicht jede Batterie, aber jetzt ist, wie gesagt, auch sehr teuer. Ist schön. Dann haben wir im Vergleich hier nochmal eine Rheingold-Batterie. Die Wii Unit. Ja, das ist dünner. Ja, das ist dünner, aber die kostet halt auch weniger. Aber dafür hast du halt auch dieses... Es steht ein bisschen länger. Also wenn du Silvester keinen Wind hast, dann hier hast du auch dieses doppelte Gold. Einmal Kohlegold und dann kommt wieder das helle Gold. Na, dann musst du zwei gleichzeitig nehmen. Naja, bist du auch wieder bei 40 Euro. Dann kannst du gleich die andere nehmen. Das hält da länger. Nee, aber nicht, wenn du sie gleichzeitig zündest. Ach ja, stimmt ja. Nee, also wenn du zwei gleichzeitig hast, hast du ja den Effekt am Himmel doppelt so doll. So meine ich das. Ja, doppelt ja. Big Balls! So, Sprotzelbox. Hier haben wir deine Strobos, die halt blinken. Sind im Dreierpack für, keine Ahnung, 2,50. Das ist richtig Bengalo-Style. Ja, Demo! Dann nehmen wir die einfach noch mit rein. Ich war noch nie auf einer Demo, war es egal. So, dann haben wir hier noch eine Smarty-Fontäne oder Sprotzelbox? Ja, zeig mal. Also Smarties sind so fluffy Willow-Sterne. Wenn man das so sagen kann. Willow ist ja immer was anderes. Das sind halt diese Luft, oh, diese luftigen Smarties, die halt runterfliegen. Und dazu hast du halt das noch, ist für Einhorn. Und dazu hast du halt noch diesen Willow-Effekt. Seid ihr immer im Rot-Grün und in Blau und in Rot im Wechsel. Darfst du aber nicht da raus auf dem Teppich machen. Wenn du keinen Teppich hast,
Kannst du machen. Drin? Ja, klar. Immer kannst du alles. Muss ich mal so aus Spaß im Laden so umkleben, einfach so, ja, von drin. Das macht man nicht. Da haftest du ja schön. Da haftet der Aufkleber. Guck mal hier, dein Teppich, was da alles kaputt geht im Teppich. Guck mal da, da kannst du 20 Zigaretten rauchen, das macht nicht so viel Dreck wie das hier. Ah, das sind die Smarties. Und die Sprotzelbox ist so ähnlich, die hat halt nur noch kleinere und andere Effekte mit drin. Dafür ist er halt dann aber auch 2 Euro oder 3 Euro günstiger. Die hat am Anfang halt auch diese Smarties, aber halt sehr kurz und danach kommen halt andere Effekte. Wenn du guckst, eine Silberfontäne, die ist halt ein bisschen länger, dann hast du hier das nächste. Das sind langweilig. So platzende Chrysanthemensterne. Ja. Und zum Schluss halt dieses leise Crackling. Nee, die andere ist besser. Gut, die andere, die teurere. Ja, natürlich. Da muss ich gleich wohl dran denken hier, wie ich dich hierher geholt habe. Such dir ein Essen aus. Ja. Hatten wir die jetzt drin? Ja, die hatten wir schon drin. Und hier, das sind die ich jedes Jahr habe. Die empfehle ich auch immer, die du in die Rohre damals reingesteckt hast. Wenn du dich noch dran erinnern kannst. Die halt jetzt eine silberne Basis haben und dann kommen so eine goldene Fluffies. Sprich eine Verwandlungshandfontäne, sag ich jetzt mal. Wir müssen den Leuten erklären, wie das gemeint ist, ja. Was? Mit sucht dir was zu essen aus. Ach so. Ja, du kannst es nicht einfach so in den Raum werfen. Jetzt gucken wir das erstmal. So, jetzt verwandelt er sich in Gold. Der auch und der ist okay. Also auf dem Video sieht es hässlich aus. Im Real Life ist ja, das scheiß Auflösung. Entschuldigung. In Real Life ist das besser. Dann I'm sorry. Dann nehmen wir gleich mal noch 2 Packungen. Tut doch 2005. Noch weiter zurück. So, was haben wir hier noch Schönes? Wir brauchen ein bisschen was Kleines, wa? So, hier haben wir Crackling-Fontänen. Die zündest du an und dann crackeln die so 2 Minuten vor sich hin. Also es knistert einfach nur 2 Minuten. Wenn du alle 6 mit immer zündest, ist das schon eine schöne Lautstärke. Deswegen nehmen wir die einfach mit, dann kannst du mal den Nachbarn nerven. So. Sieht schon schlecht aus hier, wa? Sirius Black. So, ein paar Raketen hatten wir. Dumbledore. Nein, nicht Dumbledore. Ist alles geschützt. Brauchst du noch Knaller eigentlich? Bist ja nicht so der ich Knaller. Ich bin einer. Nee, ich mag nicht Ballons, weißt du doch. Deswegen. Ich finde das, ich habe da Angst. Ich schmeiße immer zu früh weg, weißt du. Fängt zu früh, die kannst du nicht zu früh wegschmeißen. Vögel. Und das hört sich doch gut an. Guck mal, wir haben noch ein kleines Fontänensortiment mit. Da kannst du mal zwischendurch mal noch ein bisschen was. Oh, 3,95. Ja. Also es hat letztens eh noch geschrieben bei der 60 Euro Liste, die ich gemacht habe, was ich so kaufen würde, wenn ich nur 60 Euro Budget hätte. Hat er immer drunter geschrieben, ja, finde ich Quatsch. Eine Batterie. Nee, aber da findet er Quatsch, weil sowas kann er auch im Laden kaufen. Aber wenn ich mir denke, wenn ich schon bestelle und ich habe die Möglichkeit, das zu den Preis zu kriegen, warum sollte ich denn mir 2 Batterien aussuchen, wenn ich 4 Batterien haben kann? Und warum sollte ich, weißt du, wenn ich nur das Budget habe, dann kann ich ja nicht mehr ausgeben. Und dann war halt nur dieses Funke, Funke, Funke. Guck mal jetzt bei Kids and Party. Oh, wo ist denn das überhaupt? Da oben. Da hinten. Da. Oh, Wunderkerzen. Was gibt's denn da Schönes? Meteorite, die knackeln auf dem Boden. Langweilig. Quackling. Langweilig. Knallerbsen. Was war das? Knallerbsen? Nein, das da. Nein, das da. Geysire? Das sind noch diese ganz kleinen, diese... Nein, das sind Bengalflammen mit Crackling-Verwandlung. Die sind neu, wieder vom Funke. Das Kinderfeuerwerk, ja. Die sind wieder neu von Funke, deswegen wisst ihr jetzt auch, warum Funke so gehypt wird, aber ich mag Funke. Das sieht aus wie hier. Hier war's. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend. Hier Luftpfeifer und kriegst du noch drin. Ist auch Kinderfeuerwerk. Ist am Stiel. Ah, am Stiel? Luftpfeifer am Stiel. Wie hießen die, wo wir die Lampen abgeschossen haben? Römische Lichter. Willst du da noch welche? Das hat Spaß gemacht. Da gibt es auch verschiedene Sorten, aber das macht man außerdem nicht. Doch, ist lustig. Nein, macht man nicht. Na komm, ihr sprengt doch jedes Jahr den Brunnen hoch. Gleich so schön. Stimmt auch nicht. Also den Brunnen habe ich noch nie gesprengt. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe den mal in Zähne gesetzt mit Bengalus. Andere machen das aber.
Die nehmen dann immer die verbotenen Böller, die man nicht kaufen soll, die immer so schön grün leuchten und dann FUM! Ja. Ja, verboten ist relativ verpönt. Und dann ist der Brunnen jedes Jahr kaputt und jedes Jahr muss eine neue Pumpe eingesetzt werden, weil die hochgesprengt wird. Aber die lernen es aber auch nicht von der Stadt. Naja, was willst du machen? Willst du jetzt 200 oder 300 Schuss? Es gibt einmal Röhlis, da sind pro Rohr 30 drin und einmal 20 pro Rohr. Ja, mach die 30er Rohr, das geht. So, was haben wir jetzt schon? Dann nehme ich zwei in der Hand. Pam, 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 pam. Jetzt hast du nur noch 2 Mark. Ha, klar, gehen wir hin. Dann nehme ich noch eine Luftschlange. Und 2 Center Shocks. Vertreib nicht. Okay, 3, da ist recht. Ey, kosten mittlerweile 10 Cent, zieh dir das mal rein. Die haben früher 5 gekostet. 5? Die kosten nicht nur 10 Cent, die kosten. Sind die schon wieder teurer oder was? Das weiß ich doch nicht. Eine ganze Packung kostet, weiß ich nicht, 6 Euro. Die sind so ekelhaft, ey. Wenn jetzt die als Kinder so essen konnten, ja. Ich habe letztes Mal wohl in. Oh, da saß ich da. Ekelhaft. Das, ja. Crazy Chicken, was denn das? Ja genau, das nehmen wir noch mit. Das sind hier 3 Hühnchen. Das zündest du vorne an. Da kommt und dann macht das. Kommt eine kleine Fontäne raus und hinten ist ein Luftballon. Und wenn die Fontäne zu Ende ist, bläst sich der Luftballon auf. Dann sieht es aus, als ob das ein Ei legt. Oh, herrlich. So, jetzt würde ich mal sagen, sind wir fertig. Hip-Hop-Jugendsortiment. Hey, wir haben noch 38 Cent. 38. Kannst du nie rechnen? Das sind 38. Hab ich doch gesagt, 38. Hab ich doch gedacht. Er hat es gehört. Schreibt's in die Kommentare. Ich habe 38 gesagt. Machen die sowieso nicht, weil die meisten gucken das Video sowieso nicht bis zum Schluss. So. Schreibt's in die Kommentare, dass ihr das bis zum Ende geguckt habt. Ja, ich möchte das wissen. Also wir gucken nochmal durch. Wir haben für 250 Euro, das ist jetzt ich will jetzt nur nochmal sagen, das ist jetzt nicht, was ich kaufen würde. Das ist jetzt nur eine Empfehlung für meine Arbeitskollegen, Kollegin, was sie für das Geld zum Beispiel kaufen könnte, was sie mag. Also ich weiß auf jeden Fall persönlich schon, dass sie halt diese Moskitos mag, deswegen gleich ein ganzes Display. Die meisten Sachen haben wir angeguckt, das ist eine persönliche Empfehlung von mir für sie. Die Engelskotze hat einen schönen Effekt. Die Vulkane sind alle Reingold, die ja ist ein bisschen Blinksterne. Die Röder-Raketen sind gemischt, Goldraketen. Zum Beispiel hast du wunderschöne Raketen und wenn du im Laden kaufst, zum Beispiel die Komet-Goldraketen, die du mal kaufen wolltest für 17 Euro, da sind die um Längen besser. Oh ja. Und kosten halt auch bloß 8 Euro, also die Hälfte. Schnippchen. So, die Fischrülpser. Als 0 Uhr Finalbatterie haben wir die Double Camuro von Leslie. Das ist halt die, die ich auch zum 0 Uhr Finale mal hatte. Die klappt doch ganz schön drin, ne? Ja. So, die Exclusive Collection hast du gesehen. Deine Blinker haben wir mit drin. Deine Smarty-Fontäne, dann hier nochmal diese Super Color. Diese Fontänchen. Also auch ein bisschen Kleinkram haben wir auf jeden Fall dabei. Also hast du auf jeden Fall gut Spaß für 250 Euro. Man könnte jetzt natürlich noch viel bessere Sachen finden, aber das sind jetzt so die Sachen, die ich auf jeden Fall schon mal gezündet habe, die ich kenne, wo ich dir auf jeden Fall sagen kann, da machst du nichts falsch mit. Außer jetzt diese Goldraketen, die habe ich persönlich noch nicht gezündet, aber alles andere hatte ich schon einmal mindestens gezündet. So. Langes Leben. Langes Leben. Langes Leben. Naja, so lange auch noch nicht. So, das kann ja bald vorbei sein. So, dann würde ich erstmal sagen, achso, wir müssen ja das noch erklären mit dem Essen. Also, ich war damals hier auf Arbeit und unser Chef hat halt noch eine Kellnerin gesucht. Und er hat gesagt, na, ich kenne noch eine, warte, ich frage sie mal. Da hat Vanessa ihren Vorstellungsgespräch gehabt und dann haben wir uns vorher noch getroffen im Restaurant zum Essen. Und das war am Mittwoch, das war ein Pastatag. Da war jede Pasta für 5,50 Euro. 5,50 Euro, stell dir mal vor, ey. Das waren noch Zeiten. Oh, so, und da war ich noch 19. Und dann habe ich ja gesagt, naja, such dir einfach eine Pasta aus, ich bezahle. Und wir haben auf der Karte 2 oder 3 Essen, die halt nicht für den Angebotspreis sind, weil halt da Zutaten drin sind, die ein bisschen teurer sind. Und sie sucht sich natürlich genau das aus, was nicht im Angebot war. Und dann guckt sie mich so an, ach, das ist ja auch nicht im Angebot. Oh nee, das kann ich auch nicht nehmen. Ich sage, ja, nimm doch. Ja, damit das mir jahrelang vorhalten kann, genau deswegen macht er das, ja. Aber das finde ich nicht schlimm. Find ich auch nicht schlimm. Fandest du eigentlich gut, dass du mich damals so ausgenommen hast? Guck mal, da sind übrigens die kleinen Guppies von euch drin. Ja, hab ich schon, hat Mike mir erzählt. Achso, wir linken ab. Oh, Entschuldigung. So, wir gucken mal, wie das Video geht. Das sollte so nicht sein, für unseren Jahresrückblick.
Wir gucken mal, wie das Video hier so geworden ist. Achso, was ich euch noch mit auf den Weg geben möchte, ist, dass Röder immer noch diese Prozente hat. Wir schauen bloß mal kurz. Ich will euch das mal kurz demonstrieren. Falsche Abteilung. Danke. Falsche Abteilung. Ich kaufe mal einmal Danke. Wir nehmen mal 20 mal die Silenzium. Und dann sehen wir schon, ihr kriegt auf jeden Fall einen Mengenrabatt von 7%. Ja. 10% ist nicht mehr, also ihr hattet mal die Möglichkeit 10% zu bekommen. Ab 1.8. sind es jetzt bloß noch 7% maximal, die ihr bekommen könnt. Also ihr könnt immer noch sparen, wenn ihr noch bestellt. Also wenn ihr bestellen möchtet, würde ich mich freuen. Ach siehst du, den Rabatt kannst du ja wegklicken. Also ich würde mich freuen, wenn ihr den Link unten in meiner Beschreibung benutzen würdet. Der führt euch zu Röder, wenn ihr bei Röder bestellen möchtet. Und was machst du denn da? Weiß ich nicht, das machen die doch alle bei YouTube. Ja, da müssen sich hier und da in die Infobox holen. Ich weiß ja auch nicht, wo da einer hinklickt, aber... und dann steht da nirgendwo was und du denkst dir, ja, wo soll ich denn jetzt hindrücken? Und wollte ich mich freuen, wenn ihr den Link benutzt und ich verdiene daran eine kleine Provision. Und für euch entstehen keinerlei Kosten. Simulen. Das wird nicht passieren. Also Freunde, macht's gut und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe jetzt mal einfach so meine Empfehlung breit und kundgetan, was sie halt gerne zünden könnte, würde. Meine besondere Empfehlung. Deine. Für mich? Ja, für dich. Okay. Hör's, Freunde. Verlaut. Macht's gut. Tschüssi.